Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Anno 1800. Ja Leute, wir haben jetzt im Laufe der Zeit diese Insel, die ja als ziemlich heruntergekommen anfing, die haben wir richtig gut aufgeräumt. Und die Stadt, die hier ist, macht soweit auch erstmal einen vernünftigen Eindruck. Ich habe auch schon angefangen, Brot herzustellen. Ich will mal gucken, wie viel schon ankommt. Ja, ein bisschen kommt schon was an. Das ist sehr gut. So, wir sollen ja auch noch irgendwie ein Schiff durchsuchen, beziehungsweise suchen. Okay. Ja, wollen wir mal gucken. Wo ist es denn? Da, also nicht allzu weit weg. Gerettet. Und nun bewahren Sie uns auch vor einer schweren Ungerechtigkeit? Das kriegen wir hin. Die Anschuldigungen, die Edward gegen uns vorbringt, sind frei erfunden. Der Mann ist ein Betrüger. Wundert mich jetzt nicht. Ein Brief. Er trägt Edwards Siegel. Wage es nicht, Samuels Mitverschwörern Unterschlupf zu gewähren. Überstelle sie unverzüglich Eli Bleakworth. Und ich verspreche im Gegenzug darüber nachzudenken, dir deine Restschuld zu erlassen. Oh. Ein klassisches Dilemma. Brief. Er birgt ein Geheimnis, jede Wette. So sehr wir Onkel Edward auch verabscheuen, es wäre unehrenhaft, seine persönliche Korrespondenz zu öffnen. Ja, Leute. Okay, also ausliefern möchte ich die Gefangenen nicht. Ja, komm, ich lese den Brief. Ich lese das übrigens, ohne es laut vorzulesen. Ich werde ein Stück rausschneiden, aber wenn ihr es selber auch lesen wollt, könnt ihr auf Pause schalten. Okay. Sieh nur, das sind genau die Menschen, denen Vater am meisten vertraute. Anwälte, Ärzte, Akademiker. Ich hätte nie gedacht, dass er so korrupt sein könnte. Wir müssen diesen Fall vor die höchste Gerichtsbarkeit bringen. Die wäre? Er weiß jedenfalls, wie man Kritiker zum Schweigen bringt. Ja, ich würde mal sagen, ich bringe die zu Blake. Da haben sie wahrscheinlich weniger zu befürchten. Dieser Ally ist hier. Mit Abschaum zu arbeiten, sich aber nur vor Gott und der Königin zu verantworten. Wie viele können das schon von sich behaupten? Ja, der ist auch richtig verbittert. Aber ich glaube nicht so schlimm wie Edward, wie heißt der Kollege? Edward Gott. Was haben Sie da im Schlepptau? Hat er tatsächlich? Herrje, ich werde mit Edward ein ernstes Wort reden müssen. Lassen Sie diese Menschen in meiner Obhut und nehmen Sie dieses Schiffspatent. Sie haben es sich redlich verdient. Ja, wunderbar. Das ging dich nichts an. Und welches Recht hat die Krone, sich in meine Belange einzumischen? Welches Recht? Das soll sie dir mal erklären. Wir alle sind Ihnen überaus dankbar für das, was Sie getan haben. Ihr Vater wäre mehr als stolz. Ich bin so erleichtert, dass unsere Rechtmäßigkeit nicht länger in Frage steht. Würde ich sagen, bauen wir jetzt mal die Werft. Die haben sie da. Wenn ich die Augen schließe, rieche ich schon den Teer. Und sehe von Vaters Zimmer aus die Masten schwanken. Okay, ich werde erstmal die Ziegelproduktion erweitern, weil das dauert ziemlich lange. So, Lagerhaus, Rehmvorkommen, Rehmgrube und zwei Ziegeleien. Brauchen aber wieder mehr Arbeiter. So. Ich hoffe, das kann ich wieder so verbinden. Sehr schön. Dass wenigstens die Ziegel und auch der Lehm schnell transportiert werden. Aber allzu viele Arbeiter fehlen uns tatsächlich nicht. So, das sollte reichen. Wie viel haben wir jetzt überhaupt von Bedarfswaren im Lager? Fisch geht runter. Da rüsten wir mal nach.
würde gerne irgendwo anders hingehen. Oder ist das unsere einzige Küste? Ne, da oben haben wir noch eine. Sehr schön. So, Lagerhaus. Dann werde ich auch die andere Fischerei da hochholen. Weil da würde ich gerne den reinen Hafen machen. Und hier Produktion. Auch was später vielleicht noch auf uns zukommt. Ich habe ja schon ein bisschen Erfahrung hier und ich weiß, dass es einige Betriebe gibt, die an der Küste stehen müssen. So, was wollt ihr? Uns geht's so gut, da kommt man auf verrückte Ideen. Zeig mal her. Sie den Motor wieder ans Laufen? Okay, Foto von der Ziegelei. Kein Problem. So, das wär's auch schon. So. Jetzt warten wir natürlich auf die Ziegel. Die Produktion hier kommt aber so langsam in die Gänge. Ich mach mal gerade, bis wir die Ziegel haben. Bis gleich. Was mir gerade einfällt, ich würde doch lieber die Stadt noch weiter ausbauen. Weil wir könnten noch mehr Geld gebrauchen. Da setze ich noch ein Wirtshaus hin. Feuerwache wird auch wieder etwas eng. Später müssen wir uns noch um Polizei kümmern. Genau, und der Fisch fängt schon an zu schwanken. Kein Platz mehr frei. Ach, Mann. Was mache ich denn hier? Darauf sollten wir achten. Wenn wir so fernab vom Schuss bauen, sollten wir die Außenanlagen auch anbinden. So, jetzt sollte es aber hinhauen. Ich mache das mal noch ein bisschen schöner. Jawohl. Ein schönes, zusammenhängendes Straßennetz. Ein Land so grün und üppig. Ja, die Gebäude sind teilweise ziemlich teuer. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass uns das Geld nicht zu schnell ausgeht. Ich glaube, wir können schon mal anfangen mit der Produktion von Seife. Oder komm, ich baue erstmal die Werft. Ja, ich kann hier hin, anstelle der alten Fischerei. Die erste Schiffswerft unserer Stadt. Dieser denkwürdige Moment muss einfach eingefangen werden. Dann machen wir das. Spielstand gespeichert. Augenblick. So Leute, weiter geht's. Eine vorzügliche Fotografie. Das wird die Titelseite. Wunderbar. Ich hoffe, wir können auch mal gerade die Kirche bauen. Ja, sehr schön. Also nochmal, um das klarzustellen, wenn hier irgendwie Text ist, ja. Sie bauen also Schiffe wie Ihr Vater. Nun, die Königin benötigt Schiffe. Viele Schiffe. Ihre Majestät zu unterstützen, wird dabei helfen, die Vergangenheit zu überwinden. Ein Auftrag für die königliche Flotte und in solchem Umfang eine seltene Ehre. Die nötigen Waffen stellen ein Problem dar. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir ein Eisenlager haben. Ja, Leute, klingt ja soweit schon mal sehr gut. Also nochmal, ich lese, wenn hier Text ist, den lese ich nur für mich, leise. Den lese ich nicht laut vor wie andere. Wenn ihr lesen wollt, könnt ihr auf Pause schalten. So, ich würde gerne erstmal eine Kirche bauen. Das steigert die Zufriedenheit. Na komm. Ja, ich drücke immer auf M. Ich will hier Punkt und Komma zum Drehen. So, sehr schön. Da sollten wir auch gut was mit abdecken. Das haben wir uns verdient. Auf jeden. So, erstmal werde ich die Seifenproduktion mal aufbauen. Dann kriegen wir noch ein bisschen mehr Geld. Aha, wir benötigen Stahl. Okay. Die Waren stapeln sich
Dann stoppen wir das erstmal wieder und nehmen das in Angriff. Ist ja auch ein Missionsziel. Kriegen Sie auf Eisenvorkommen. Ja. Da drüben haben wir welche. Aber da kommen wir, so wie es aussieht, nicht so einfach ran. Na gut. Das Eisen ist außer Reichweite. Wir müssen irgendwie einen Weg durch diesen Berg finden. Ich habe noch ein paar Stangen Dynamit übrig. Wir könnten uns den Weg freisprengen. Oh ja, sehr schön. Haben wir nochmal Glück gehabt. Was haben wir hier? Okay, das sollten wir hinkriegen. Vielleicht nicht ausgefeilt genug für deine Schwester, aber zumindest können die Grabungen beginnen. Ah ja, Lagerhaus. Gut, dass wir das Lagerhaus da stehen haben. Hat sich's ja nochmal gelohnt. Hoffentlich. Jawohl. Die kommen da dran. Sehr schön. Was macht ihr da? Sprengungen erfordern echte Sachkenntnis. Und nicht bloß Dynamit und eine Zündschnur. Vater wandte sich stets an Mr. Ticker wegen seiner hervorragenden Expertise. Ich nehme an, du findest ihn in Bright Sands. In Bright Sands, also in Edwards Stadt. Eine Produktion wurde angehalten. Okay. Hier in der Ecke, oder was? Was ist das für ein Gebäude? Ach. Nach den Protesten haben viele Bright Sands verlassen, um sich ihnen anzuschließen. Doch Edward schlug zurück. Er ließ alle einsperren, die ihrem Vater nahestanden. Auch meinen geliebten Thomas. Sie alle wurden ins Gefängnis von Wormways deportiert. Ich habe seitdem nichts mehr von meinem Mann gehört. Wenn Sie ihn finden, sagen Sie ihm, dass seine Frau sich nach seiner Rückkehr sehnt. Wir nähern uns dem Ort, an dem dein Vater starb. Was auch immer passieren mag, bleib ruhig. Da seid ihr also. Die Brut des Verräters. Du wagst es? Ersparen Sie mir diese Ausreden. Wer hatte die fruchtbaren Ländereien Ihrer Majestät an irgendwelche Freiheitskämpfer verhökert? Verräter ist da noch viel zu milde. Vater hätte so etwas nie getan. Er war ein treuer Anhänger der Königin, Mitglied des Rates. Er hat sich in seiner Zelle erhängt. Ich würde das als ziemlich eindeutiges Schuldgeständnis werten. Wir sind nicht gekommen, um beleidigt zu werden, sondern wegen eines Geschäfts. Wir wollen Thomas, den Sprengmeister. Ich erinnere mich an ihn. Stur wie ein Ochse und selbstredend unschuldig, wie alle anderen auch. Er ist ein kleiner Fisch. Die Kaution wurde bereits festgesetzt. Sobald die volle Summe beglichen wurde, steht er Ihnen zur Verfügung. Habt ihr das wertlose Gesindel hier gesehen? Aber gut, wenn ihr unbedingt für einen davon Pfand hinterlegen wollt. Okay. Wo ist der Kollege? Hier irgendwo soll er sein. Im Steinbruch. Ist er das? Ich kann nur zu gut verstehen, dass sich Ihr Vater seinem Schicksal ergeben hat. Ah, schade. Ich behaupte ja nicht, dass Ihr Vater kein Verräter war, aber... Aber was? Egal, lassen wir so stehen. Flucht? Wohin denn? Zu Edwards Karikatur von Bright Sands? Samuel? Kenn ich nicht. Ich verfolge schon seit 15 Jahren in diesem Loch. Alles klar. Samuel Goods Ingenieur? Ja, das bin ich. Wer will das wissen? Das ist das Mindeste dafür, dass ich diesen Ort hier ertrage. Ja, hier, nimm. Er ist bereit zum Transport. Sehr schön. Eine Produktion wurde angehalten. Das Schiff des Gefängnisdirektors. Achten Sie auf zwielichtige Gestalten, die uns folgen könnten. So. Der Kollege sollte bald ankommen. Ich
kümmere ich noch mal weiter hier um die Stadt. Wir haben schon sehr viel von dem Geld gefressen. So, die Polizei haben wir freigeschaltet. Weil es gibt ja Leute, die gerne mal hier einen Aufstand starten. Ich will noch mal die Insel von Edward angucken. Heftiger Typ auf jeden Fall. Muss man einfach so nüchtern zu sagen. So, können wir schon die erste Wache aufbauen. Jawohl. So, wie sieht's hier aus? Es geht voran. Wie lange dauert es denn noch? Ah, nicht mehr lange. Ich habe noch mal ein bisschen Gras. Eine Produktion wurde angehalten. Ja, wir haben nicht genug Ziegel. Da ist er ja. Versuch, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Jeder von Vaters Vertrauten ist auch ein Freund von uns. Erledigt. So. Da ist er also. Moin. Also bin ich jetzt ein Gut, das man kauft oder verkauft? Ihr Vater behandelte mich immer wie einen Menschen. Ja, ich weiß, es ist unelegant, aber... Ich weiß nicht genau, was Sie da vorhaben. Aber es wird Samuel nicht zurückbringen. Es geht nicht anders. Wir müssen das leider so machen. Okay. Wir können hier weitermachen. Ich warte noch auf den großen Knall. Okay. Wolle. Ob ich nun für Sie oder für Eli Löcher buddle, was macht es für einen Unterschied? Ich würde mal sagen, ich lege hier die Weberei still. Was geht's hier denn mal weiter? Okay, ich glaube, das kriegen wir so hin. Ich warte aber noch einen Moment. Ich würde hier nebenbei was anderes machen. Bright Sands können Sie niemals gleichziehen, egal wie sehr Sie sich abrackern. Ja, stimmt. Ich kann jetzt nicht mit der Stahlproduktion anfangen, solange der Laden hier nicht fertig ist. Und ich brauche Stahl auch für die Vasenmeistereien und für die Siedereien. Also... Seife kann ich jetzt auch nicht anfangen herzustellen. Na gut. Macht erstmal nichts. Noch kommt die Bevölkerung mit den Waren zurecht, die sie jetzt hat. Okay, jetzt wird schon was abgeholt. So, kann's losgehen? Ich lege jetzt einfach mal los. Okay, eine Schule könnten wir bauen, aber dafür brauchen wir auch wieder Stahl. Ich könnte jetzt höchstens vormerken. Das mache ich einfach mal. Wie zufrieden ist denn die Bauernbevölkerung jetzt? 27. Ja, ich glaube, ich werde die mal so ein bisschen hasseln lassen. Vielleicht auf 50 hoch. Ich riskiere es jetzt einfach mal. Es gibt was zu tun. So, Zwischenfallrisiko ist schon deutlich gestiegen. Alles klar. Okay, Leute, es ist bald vorbei. Okay, dann können wir das Hasseln jetzt auch schon wieder beenden. So. Dann legen wir mal los. Wer sind all diese Wichtigtuer? Eine kleine Sprengung kann ja nicht so kompliziert sein. Eine Schande, dass Sie das hierzu nötige Handwerk nicht zu schätzen wissen. Ganz gleich. Ladungen sind angebracht, das Gebiet abgesichert. Wir sind bereit zur Sprengung. Boom. Ha! Das war wirklich beeindruckend. Ich frage mich, ob es irgendetwas gibt,
das Dynamit nicht aus dem Weg schafft. Tada! Eine besondere Ausgabe aus ganz besonderem Anlass. Oh ja, das hat mal ordentlich geknallt. Okay, Leute, ich würde sagen, um die... Eisen zu Stahl und Stahl zu Waffen. Dann haben wir unseren ersten königlichen Auftrag erfüllt. Darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Ich mache nochmal einen kurzen Kontrollblick. Ja komm, Schnaps baue ich gerade noch aus. Da gehe ich nochmal hier in die Ecke. Ach, hier kann ich nicht bauen. Na gut, dann halt hier hin. Ich hatte erst überlegt, dass ich doch dahin gehe, aber geht nicht. So. Dann brauchen wir noch mehr Bauernarbeitskraft. Die holen wir uns gerade ran. Zwei Häuser würden auch reichen. Dann passt das hier auch. So. Okay, Leute. Ja, jetzt haben wir ja auch schöne Spuren. Okay, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen bei dieser Folge von Anno 1800. Nächste Folge geht's ran an die Stahl- und Waffenproduktion. Jawohl. Ich bin raus. Ciao.